Wenn ich bei den traumhaften Temperaturen am Waldrand oder im Wald spazieren gehe, höre ich Spechte aus allen Richtungen trommeln. Da in Deutschland jedoch recht viele verschiedene Spechte vorkommen, gibt es jetzt das richtige Video zur sicheren Bestimmung. Doch fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, man hört nicht allzu sehr, dass ich ein wenig erkältet bin. Gemeinsam werden wir jetzt im Schnelldurchlauf den Schwarzspecht, den Grünspecht, den Grauspecht, den Buntspecht, den Mittelspecht und den Kleinspecht kennenlernen. Dazu gibt es noch den Dreizehnspecht, den Weißrückenspecht und den Blutspecht, die jedoch in Deutschland gar nicht oder nur sehr selten vorkommen und daher in diesem Basisvideo nicht behandelt werden. Nach und nach werden zu den Spechten auch detaillierte Steckbriefe folgen, die ich dann im Video einblenden werde. So, fangen wir an mit dem Schwarzspecht. Der Schwarzspecht wird etwa 40 bis 46 cm groß und damit der größte europäische Specht. Sein Gefieder ist schwarz mit einem roten Scheitel. Im Februar hallt sein Trommelwirbel durch den Wald. Die Schlagfolge ist dabei recht langsam und ein Wirbel dauert meist zwischen 2 und 3 Sekunden. Der Schwarzspecht kommt in Nadel- und Mischwäldern vor, in denen genügend alte Bäume stehen, denn er hämmert jährlich eine neue Bruthöhle in einen recht alten Baum. Das war's zum Schwarzspecht. Machen wir weiter mit dem Grünspecht. Der Grünspecht wird ungefähr 36 cm groß und hat ein grünes Gefieder mit einem roten Scheitel und einer schwarzen Maske. Dazu kommt noch eine graue Brust. Der Grünspecht ist nicht so stark wie der Schwarzspecht an den Wald gebunden, weshalb man ihn auch oft in Parks, Friedhöfen und Streuobstwiesen antreffen kann. Wer Grünspechte beobachten möchte, sollte auch öfter mal einen Blick auf den Boden werfen, denn dort hält sich der Grünspecht manchmal auch auf, um zum Beispiel nach Ameisen zu suchen. Wenn er dabei jedoch gestört wird, fliegt er meist sehr weit weg. Damit kommen wir zum Grauspecht. Der Grauspecht wird mit 27 bis 32 cm etwas kleiner als der Grünspecht, hat aber ansonsten recht viele Ähnlichkeiten mit ihm. Auch er besitzt ein grünes Gefieder und eine graue Vorderseite, die bei ihm jedoch ausgeprägter ist. Das Männchen besitzt zudem auch noch einen kleinen roten Scheitel. Der Grauspecht kommt in lockeren Wäldern vor, ist aber auch auf Streuobstwiesen oder in Parks zu finden. Kommen wir nun zum häufigsten Specht in Deutschland, dem Buntspecht. Er ist mit 23 bis 26 cm deutlich kleiner als seine bisher vorgestellten Verwandten. Seine Unterschwanzdecken sind kräftig rot, er hat eine kleine weiße Brust und ansonsten sehr viel schwarz. Auffällig sind auch seine weißen Schulterflecken. Die Männchen haben einen roten Fleck am Hinterkopf, die Weibchen haben keinen. Wie die meisten anderen Spechte ernährt sich der Buntspecht hauptsächlich von Insekten und deren Larven, die in morschem und totem Holz gefunden werden. Machen wir weiter mit dem Mittelspecht. Das auffälligste Merkmal bei dem 19 bis 22 cm großen Vogel ist ein sehr schwacher Schnabel. Damit unterscheidet er sich stark von den anderen Spechten. Sein Kopf ist oftmals etwas rundlich und auch er besitzt einen roten Scheitel. Damit ähnelt er etwas einem jungen Buntspecht. Der Mittelspecht kommt vor allem in alten Waldbeständen vor, aber auch in Auwäldern und Streuobstwiesen. Beobachten kann man den Mittelspecht manchmal auf dünnen Ästen sitzend, die er mit seinem kleinen Schnabel nach Nahrung suchend bearbeitet. So, und nun verliere ich noch ein paar Worte zum Kleinspecht. Wie sein Name auch schon sagt, ist er mit 14 bis 16 cm der kleinste der Spechte. Seine Oberseite ist schwarz-weiß gebändert, seine Brust ist hell. Die Männchen haben wieder einen roten Scheitel, den die Weibchen nicht haben. Sein Trommeln ist mit rund einer Sekunde recht kurz und deutlich heller als das Trommeln des Schwarzspechts. Auch sein Ruf erinnert eher an einen Falken zum Beispiel. Im Flug wirkt der Kleinspecht aufgrund seiner Größe eher wie ein Singvogel.
Er kommt in Wäldern, Auwäldern, aber auch in Parks und lockeren Obstwiesen vor. Das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, dass ihr jetzt so ausgerüstet seid, um die Spechte Deutschlands sicher zu bestimmen. Wenn ihr noch Schwierigkeiten habt, Krähen oder Rabenvögel auseinanderzuhalten, dann habe ich auch dazu noch das richtige Video. Ihr findet es, wenn ihr oben rechts auf das i klickt. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass der ein oder andere von euch direkt rausgeht, um Spechte zu bestimmen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.